in diesem Video. Sind wir in Marokko? Fällt Wasser? Gibt's einen Plan? Und sieht es wüstig aus? Zeit, seid ihr auch schon aus dem Bett gefallen? Schönen guten Tag, hier ist Kai von Travel Camping Living aus Marokko. Entspannte 28 Grad, kaum Wind und wir gehen mal ans Wasser. Denn nach zwei Nächten auf diesem Parkplatz müssen wir jetzt ja auch mal noch kurz an den Strand schauen, denn der ist auch was Besonderes. Und wir haben einen Plan, wie es weitergeht, dazu aber nachher mehr. Wir sind übrigens auch mittlerweile der einzige Camper hier, der zweite ist weg. Und eine WC-Anlage gehört auch zu dem Parkplatz. Das sieht man echt selten. Auf der Promenade, ihr seht's, nichts los. Ein bisschen diesig ist es, aber extrem ruhig um die Mittagszeit. Am Strand dagegen schon gut Betrieb. Es ist Samstag, alles Locals. Man darf an diesem Strand eigentlich keine Zelte aufstellen, vermutlich. Vielleicht, eventuell. Hey, aber Schilder sind geduldig, ne? Die stehen auch nur rum und warten, dass irgendwas passiert. Der Strand hier, 11 Kilometer lang, gilt übrigens als einer der schönsten in Marokko, so steht es im Internet geschrieben. Er ist seit Jahren mit der blauen Flagge ausgezeichnet, einer internationalen Auszeichnung für Sauberkeit von Strand und Wasser. Und es ist in der Tat so, dass heute Morgen schon die Müllabfuhr da war. Es war jemand hier, der den Strand gereinigt hat und Müll eingesammelt hat von denen, die hier gestern Abend vermutlich noch ein bisschen am Strand abgehangen sind. Das Meer bildet hier übrigens eine echt laute Kulisse. Das ist auf dem Parkplatz genauso laut wie jetzt hier. Da meinst du, es kommen die Mordsbrecher an. Dabei, ihr seht es ja selber, die Brandung ist jetzt nicht übermäßig kilogroß. Aber irgendwie hat das hier seine eigene Akustik und Dynamik, dass das einfach brutal laut ist. Aber es stört nicht wirklich weiter während der Nacht. Also im Van hört davon nichts mehr. Schöner, riesenlanger Strand. Und hier kommen sicherlich auch gern die Stadtbewohner her, die einfach mal ein bisschen frische Luft wollen und kühle Luft vor allem. Das Meer doch ein bisschen wilder, als ich gedacht hatte. Kommen doch hier und da immer mal schöne Brecher rein, die man auch in Zeitlupe schön filmen kann. Das Wasser momentan auch noch am Zurückgehen, denn ich muss weiterlaufen, um mit den Füßen reinzukommen. Temperatur sicherlich 22, 23, 24 Grad. Ganz angenehm. Aber nach Baden ist mir nicht wirklich. Wir gehen mal wieder zurück zu Zottel und machen uns so langsam klar für die Abfahrt. Und Zelte hat sie übrigens einige. Die Marokkaner gehen gerne damit an den Strand. Da haben sie Schatten, Windschutz und ein Zelt. Da sind wir wieder. Zottel noch da. Die Leitbar von Osram oben auch noch auf dem Dach. Und jetzt sage ich euch mal, wie es hier weitergeht. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir werden nicht weiter gen Süden vorstoßen, denn ja, an der Küste pennen ist nicht, überall Militär.
Freistehen schwierig, Dörfer kommen auch kaum noch, viel zu sehen gibt es auch noch mehr außer Sand und Dünen und noch mehr Sand und Dünen. Das ist für eine Weile ganz schön, aber jetzt noch ganz runterjuckeln bis zur mauretanischen Grenze. Das sind weiß nicht wie viele hunderte von Kilometern und Diesel für nichts praktisch. Das macht für uns nicht wirklich Sinn. Wir fahren jetzt Richtung Osten und dann Richtung Südosten, weiter ins Inland rein, ja, weg vom Meer, es wird wieder heißer werden. Und dann im Inland wieder hoch gen Norden. Also mehr wieder Richtung Hoher Atlas, Antiatlas, Atlas, Berge und so. Aber das erst in einigen Tagen. Also wir rasen jetzt nicht hoch, sondern wir haben Zeit. Wir haben bis Mitte Dezember Zeit, hier rumzufahren. Außerdem haben wir ganz fett auf dem Plan, Silvio noch zu treffen. Der dümpelt ja auch noch irgendwo rum. Der schrieb heute, er ist am Hohen Atlas angekommen. Und mit dem müssen wir natürlich auch noch ein bisschen Zeit verbringen. Das ist Pflicht. Aber erstmal jetzt unsere Route hinter uns kriegen. Das wird eine Weile dauern. Und uns wird es freuen, wenn ihr bei uns bleibt, mit uns reist. Passieren bestimmt wieder lustige, spannende oder komische Dinge. Wo geht's denn jetzt hin? Also wir sind hier am Wasser, fahren dann durch Layun, werden aber wohl nicht halten, denn es ist Wochenende, da steht Düvel los und es ist mit 34 Grad mir zu heiß für Großstadt. Wir fahren durch, tanken da noch, fahren weiter bis irgendwo mitten in der Wüste, wo wir dann hoffentlich irgendwo pennen können und morgen geht es dann weiter nach Smara und dann wieder ein Stückchen hoch gen Norden und danach schauen wir mal. Also dann, schön war es hier. Heute ist gut was los, nicht auf dem Parkplatz, aber am Strand. Und wir gucken mal, wie die Fahrt so verläuft. Letzter Blick auf den Atlantik. Oh, die Flut setzt schon ein, glaube ich. Das Wasser ist deutlich näher gekommen. Und wir dümpeln jetzt mal aus der Stadt. Ziemlich diesig heute das Ganze. Und heiß mit 34 Grad. Junge, Junge, das Ganze sieht hier schon ganz schön nach Wüste aus. Bei den Sanddünen, die hier links und rechts von der Fahrbahn stehen, ich glaube, hier brauchen sie ab und zu auch mal den Sandpflug, um bei Sturm die Strecke wieder frei zu kriegen. Und jetzt nähern wir uns Layun. Hier ist nochmal Polizeiposten und da vorne ist eine Shell, da holen wir uns jetzt mal noch ein bisschen Sprit. Die Polizei winkt die meisten durch, ich hoffe uns auch. Und dann werden wir gleich mal tanken bei der Shell. Dankeschön. Diesel 1,38. Ah, das ist doch mal angenehm. Tank wieder voll. Wir dürften durch die Wüste kommen bis zur nächsten Tankstelle, hoffe ich. Wenn nicht, haben wir halt geschissen. Da sind wir, Layun. Der Stadteingang sozusagen. Wir folgen einem alten Mercedes-Benz 240D. Bulle Hitz draußen, 37 Grad. Leichter Wind, es wird sich wieder anfühlen, als stünde man vor einem Föhn. Wahnsinnige Temperaturen hier. Ich glaube, die einzige Stadt, die ich bisher gesehen habe, die eine eigene Fahrspur für Fahrradfahrer hat. Ist der Wahnsinn, in beide Richtungen sogar. Und Bumper natürlich auch überall. Riesige Kreisverkehre und für eine Stadt, die eigentlich 250.000 Einwohner hat, nicht viel Verkehr. Und hier dürfen LKW und Kutschen nicht fahren. Zum Glück sind wir keine Kutsche. Sehr grün, sehr palmig. Viele Parks und Plätze, aber kaum Parkplätze. Das haben sie irgendwie vergessen. Bei diesem Stadtkonzept, zumindest auf Google Maps, keine gesehen. Keine Menschenseele unterwegs über Tag, viel zu heiß. Naja, und kurz mal stoppen können wir, ja. Es ist brutal warm. Wir stehen jetzt hier nicht genau praktisch vorm Palast des Kongresses, werden wahrscheinlich gleich verjagt. Und das hier ist der Riesenplatz. Da hinten kommt schon einer eingelaufen und pfeift aus einer Trillerpfeife. Wir fahren mal weiter. Hier muss man schnell sein, wenn man geschwind was filmen oder fotografieren will. Habe den Eindruck. Machen wir uns mal vom Acker. Die Stadt übrigens, so habe ich gelesen, auch ziemlich durchzogen von Geheimdienst, weil es eben die größte in der Westsahara ist und der Konflikt zwischen Westsahara und Marokko ja immer noch so ein bisschen pendent ist, sage ich mal. Deswegen muss man ja gucken, dass man nicht großartig auffällt. Es wird schnell verhaftet und verschlossen. Oder so. Man kann hier übrigens wohl auch sehr gut irgendwie Schmuck kaufen. Gold- und Silberschmuck und so weiter, habe ich gelesen.
Aber da ich selber keinen Schmuck trage, ist das für mich irrelevant. Kann aber sagen, sie geben sich Mühe, es schön zu halten hier. Schöne Boulevards mit Bäumen und Sträuchern und Grün. Links und rechts Cafés und Kneipen, wo es halt keinen Alkohol gibt, aber geht auch ohne. Wir haben ja Hasch. Ein paar Parkplätze doch gefunden, so links und rechts in der Straße, der eine oder andere. Aber für einen Camper alle ein bisschen möglicherweise zu kurz. 37 Grad immer noch. Und dann gibt es breite Straße, alle 50 Meter ein gottverdammter Bremshügel. Ja, aber so ist halt, ne? Der Verkehr am Samstag ganz okay und überall Restaurants und Cafés links und rechts. Wir nähern uns langsam dem Ende der Stadt, sind da einmal mitten durchgefahren, Umgehungsstraße gibt's nicht, alles muss mittig durch, Polizeipräsenz gibt's und viele Palmen und 37 Grad, habe ich ja schon gesagt, war gerade noch mal draußen und kurz zwei Fotos gemacht, es ist unglaublich heiß, kein Wunder, ist hier nichts los, Übertag, ich schätze mal, abends erwacht die Stadt dann mehr zum Leben. Das werden wir aber nicht mehr erleben heute. Und am Stadtrand schießen die Wohnhäuser wie Pilze aus dem Boden. Unten drin immer Ladenzeile, oben drüber dann Wohngebäude. Es wird sogar am Samstag mit dem Bagger gebaggert und gehämmert, um den Fels aufzuweichen. Da kennen sie nichts. Marok Telekom hat am Samstag zu. Zumindest als ich jetzt gerade dran vorbeifuhr. Und wir verlassen die Stadt jetzt definitiv. Wobei da hinten rechts auch nochmal Wohngebäude aus dem Boden gestampft werden. Der Zuzug hält vermutlich weiter an. Über 200 Kilometer Wüste liegen jetzt vor uns. Jetzt müssen wir noch hier den letzten Grenzposten passieren. Und dann können wir loslegen und die Strecke in Angriff nehmen. Gell, Co-Pilot? Alter Co-Pilot, bist du wieder eingepennt oder was? Wahrscheinlich los! Oh, Kerl, ehrlich. Immerhin Friedrich ist wach. So, wir versuchen es noch mal rechts rum. Das ist irgendwie Leftovers einer Baustelle hier von der Straße. Hier können wir uns vielleicht hinterm Berg verstecken, so ein bisschen von der Straße nicht sichtbar. Schauen wir rein, Untergrund sieht gut aus. Dann fahren wir noch ein Stückchen hier weiter. Mal schauen, was kommt und passiert. Kann ja nicht schaden, ein bisschen weg von der Straße zu stehen. Jetzt bräuchte man noch einen Steinhügel, in den wir uns eingraben können. Und dann wäre gut. Sieht auf jeden Fall ziemlich einsam aus. Und ich sehe auch keine Militärhäuser. Aber jetzt wird der Untergrund ein bisschen komisch. Das Ganze. So, wir versumpfen jetzt hier nicht. Das wäre saublöd, aber wir stellen uns hier. Das ist eine alte Kiesmacherei. Also ist Stein und Sand geschreddert. Uns hier hinstellen. Und stehen geschützt von allem, hoffe ich. Da wären wir. Ich habe keine Ahnung, wo die Straße ist, ehrlich gesagt, wo sie lang führt. Wir stehen hier ziemlich abseits, würde ich mal behaupten. Wir haben 36 Grad und ich hoffe, das Militär findet uns hier nicht. Hoffen wir mal, dass wir hier eine ruhige Nacht verbringen können. Ist auf jeden Fall weit und breit kein Gebäude mehr irgendwo zu sehen.
und nur nervige Fliegen sind hier. Und mal so ganz nebenbei, wir stehen hier wirklich mitten in der Wüste und wir haben 4G, sodass wir arbeiten können, hochladen können, browsen können, alles Mögliche. Das Netz in Marokko, genial. Und was hier auch funktioniert, kurz mal wieder 20 GB aufgeladen für 200 Dirham. Jetzt können wir wieder zwei Videos hochladen. Das sind dann nämlich 20 GB, 7 hatten wir noch, jetzt haben wir 27 GB, das reicht. Wenn wir Glück haben, sogar für drei Videos. Das Aufladen funktioniert einfach, den 14-stelligen Code freirubbeln, Stern 3 dahinter und dann direkt vom Router an die Nummer 555 senden und schon ist das Guthaben auf dem Router drauf. Wenn ich es vom Handy aus schicke, muss ich erst die 14-stellige Nummer, dann die Telefonnummer und dann Stern 3 und zack, aufgeladen. Kurz mal ein bisschen gearbeitet. Es ist draußen plötzlich ziemlich dunkel und totenstill. Das ist übrigens meine Osram Lightbar, die da jetzt leuchtet. Wenn ich die mal ausmache, sieht es so aus. Und so schwarz und dunkel sieht es in meinem Magen, glaube ich, auch aus. Und es ist so warm, ich habe nicht wirklich Lust, jetzt noch groß zu kochen. Ich habe noch 30 Grad im Van. Warum sitze ich nicht draußen? Weil ich zu faul bin, alles rauszuräumen und draußen Fliegen sind. Ich glaube, ich mache mir schnell einen Salat. Ich habe noch Gurke, die Tomaten müssen dringend weg und eine Dose Thunfisch. Ist der Co-Piloter auch happy. Das wird's machen heute. Und während ich das alles vorbereite, könnt ihr weiterschneiden. Dankeschön. Na, wo wart ihr? Habt den Salat verpasst, Mensch. War lecker. Aber ist ja schön, dass ihr zum Nachtisch wieder hier seid, ne? Frisches Wasser mit einem Eisbolle drin. Lecker. Ist irgendwie Geschmack drin. Komisch. Unser Eins macht das, was er immer macht. Schneiden. Draußen weiter dunkel und ruhig. Ja, bin nochmal vor die Tür gegangen. Hier leuchten die Sterne am Himmel wie LED-Scheinwerfer. Und irgendwie am Hintergrund fährt gerade ein Auto entlang, glaube ich. Das sehe ich aber mit bloßem Auge gar nicht. Die Straße ist eigentlich sicherlich 500 Meter weit weg. Hallo. Na, ihr auch in der Dinette? Ich bin am Handy und noch am PayPal Danksagungen schreiben, um wieder einige Diesel- und SIM-Karten-Support geschickt. Das ist eine geile Sache. SIM-Karte brauche ich bald wieder neue. Ich habe nur noch 20 GB von meinen 200, die ich gekauft hatte vor einem Monat. Da ist bald der nächste Invest fällig. Das geht raus wie nix. Und apropos gehen, wir gehen jetzt auch mal und zwar nach hinten ins Bett. Zeit, ein paar Stündchen zu schlafen. Morgen wird sicherlich wieder ein heißer Tag und wir werden nicht ewig auspennen können, denn sobald die Sonne aufgeht, wird es warm werden im Van. Keinerlei Schatten und wir stehen mitten in der Wüste, habt ihr ja gesehen. Von den beiden könnt ihr euch jetzt mal verabschieden. Die sind morgen nicht am Start, die haben frei. Sind erst Montag wieder da. Morgen kommt Flauschi. Naja, und natürlich bin ich dabei, ne? Ja, war ja klar. Also jetzt lasst ihr gerne noch einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, klickt das Glockensymbol, dann werdet ihr erinnert, wenn wir ein Video live geschaltet haben. Vielen Dank fürs Amazon-Partnerlink verwenden und für den PayPal-Support. Geile Sache, freut uns immer riesig. Vielen, vielen Dank und jetzt gute Nacht, bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.